Yo, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Tag reagiere ich auch heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop. Außerdem gibt es heute ein kleines Content-Update wohl. Es kommt auch eventuell der Superman-Skin heute. Ich glaube, irgendwie 16, 17 Uhr soll das rauskommen. Aber ich glaube, das wird, wenn dann, nur ein kleiner Patch, beziehungsweise muss man, glaube ich, nicht mal was runterladen. Und wenn, dann auf jeden Fall nicht viel. Sonst würden dafür ja auch Wartungsarbeiten sein. Auf jeden Fall gucken wir uns direkt mal den heutigen Shop an. Let's go. Und zwar, kommen wir mal nach oben, haben wir dort erstmal den Soxy-Mode, leider copyrighted, ist aber ein nicer Song, ich habe den vor ein paar Tagen erst geused, ist ein nicer Dance, kann ich empfehlen, dann der sehr, sehr nice Aktien-Kurt, das ist der Stonks-Skin, also der Stonks-Meme-Skin, kennt ihr vielleicht von Twitch. Und dazu auch noch dieser Pfeil hier hinten drauf. Ist ganz cool. Es wäre nice, wenn es noch eine Stings-Variante geben würde. Das würde ich persönlich feiern. Dann haben wir den oder die Zündkerzenkünstlerin. Ist okay. Backpack mag ich gar nicht. Skin ist in Ordnung. Provisorium auch ein bisschen zu groß, der Skin. Fühle ich mich wie so ein Bot, was ich auch bin. Dann haben wir noch den Weitschuss-Skin, da finde ich die weibliche Variante deutlich besser, vor allen Dingen in dem neuen Stil, schaut die sehr, sehr cool aus, früher fand ich die sehr doof. Dann haben wir das gesamte Sturmlichtpaket, 2300 V-Bucks Rabatt, lol, okay, über 50% Rabatt, WTF, dass es überhaupt was gibt, wo es über 50% Rabatt gibt, das ist extrem selten. Imagine, einfach über 50% Rabatt, das heißt, man bekommt dann den Skin, den Backpack, den anderen Skin, den anderen Backpack, die Hacke. Und auch noch Gleiter. Oh, ich habe den Gleiter schon. Vielleicht deswegen. Aber trotzdem bekommt man ja hier 50% Rabatt. Okay, krass. Hier, die andere Hacke ist auch noch dabei. Also crazy. Das gesamte Paket für 2000 ist in dem Sinne sogar echt gut. Dann die gesamte für 800 V-Bucks. Die Gia. Echt ein ziemlich cooler Skin. Der ist noch relativ neu. Finde ich sogar sehr cool. Hat verschiedene Styles, wie ihr seht. Man kann sie hier so einmal so blau färben. Und dann mit Maske und ohne. Dazu auch ein Backpack, wo dann hier die Hacke drin ist. Genau, finde ich nice, mag ich. Soll ich mir eigentlich mal holen. Dann Eisbrecher, eine der, wenn nicht sogar die beste Hacke im Spiel. Der setzt sich doch im Mode. Schön basic, so ein V-Bucks, Eisleistung in Ordnung. Signature Shuffle. Mit den coolen Effekten. Ja, finde ich auch nice. Und die T-Pose. Damals für Verstecken. Ich denke, die OGs erinnern sich da noch dran. War immer nice. Dafür ein nicer Emote. Street Fighter Paket, Ariana Grande und der Rest ist alles noch da. Also, nicer Shop heute. Zwar kein krasser, aber ist in Ordnung. Gerade noch so ein Top geworden. Falls euch das Video hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da. Tragt gerne den Creator-Code. Oh, guck mal, hier ist Snoxy ein. Wenn ihr euch. Oh, Snoxy ein. Wenn ihr euch was holt. Und wie immer könnt ihr gerne einmal den meinen PC-Link anklicken. Kuss an euch. Und dann sehen wir uns nachher auf Twitch. Ich bin wieder live. Also, schaltet nachher gerne ein. Ich freue mich auf euch und habt sonst einen schönen Tag, Leute. Tschüss. Ein. Bunch of it, 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 bunch of it